Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zur letzten Main-Story-Folge von Deltarune Chapter 2. Wir haben letztes Mal das Finale durchgespielt, wollen uns nun noch die Stadt angucken erneut. Ich habe aufs Scheißspiel geklickt, ich will nicht das Aufnahmefenster verschieben, du Haufen Scheiße. Ja. Und dementsprechend, machen wir das Ganze heute, gönnen uns Ending, Credits. Oh mein Gott, ich verstehe jetzt erst den Joke. Oh, ich bin eine Sekunde, vergesst es. Ja, rum ist das Projekt nach der Folge noch nicht. Wir werden nämlich noch die Secret Snowgrave-Route spielen. Bevor du gegangen bist, hast du alles im Raum aufgesammelt. Aha. Ich mag Bücher lesen, vor allem die Bücher oben. Das ist schön, ja. Es gibt noch eine weitere Route, Secret Snowgrave Route, die so ein bisschen Genocide-like ist und die werden wir noch spielen. Dazu werden wir uns am Anfang der nächsten Folge am Ende der Stadt in der Cyberworld wiederfinden, denn da beginnt die Route erst. Mann, ist spät geworden, ne? Ich glaube, du solltest heim, oder? Okay, musst's nicht sagen. Willst nicht alleine heim, ne? Nun, wenn du mich dazu zwingst, schätze ich. Lass uns gehen. Erstmal gehen wir noch ganz woanders hin. Casteltown! Guck mal, wer da ist. Also, das ist euer Casteltown? Es ist nicht schlecht, Chris, Susie. Im Namen von allen, die ich unterdrückt habe. Danke. Ich werde jetzt euer Wacky Roommate sein. Ja. Chris, ich wette, du willst mit einigen Leuten reden, aber du musst nicht alles auf einmal machen. Man kann hier nämlich nochmal speichern. Ja, ich hoffe nur, dass ich das überhaupt in der Folge schaffe. Guck mal, der Hacker. Danke für die tolle Stadt. Es ist fast so gut wie die ich in Minecraft gemacht habe. Ich würde aber sagen, bevor wir uns wirklich umgucken. Dojo. Hier haben wir jetzt nämlich noch was Neues. Moin. Hey Boss, wie kann ich helfen? Es gibt noch zwei. Was? Es gibt ein Chapter 2 All-Stars. Ich hatte keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es heute nicht. Jawohl, das letzte war sehr knapp, da wäre ich fast nicht in den Bereich. Guter Kampf, also hier ist die Belohnung. Und wir müssen jetzt wirklich einen fucking All-Stars-Run machen, oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht gerade Bosse wie Queen dran sind, aber normale Gegner anscheinend schon. So. Damit haben wir den ersten Kampf gewonnen.
Oh, und wir behalten unsere TP. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das mir hilft, aber... So, Ads blockt. Okay, die Attacke war nicht die angenehmste. So, wenn wir jetzt noch das machen und den oberen verschonen, dann können wir gleich auch die restlichen beiden verschonen. Und mit einem einzigen Hit aus Battle 2 rauskommen. Katzen. So. Dann verschonen wir schon mal dich. Machen das. Dann machen wir verschonen, verschonen. Und wir haben gerade so viel Heilmacht. Ah, die Heilung kommt einfach nicht raus. Also, der ist gelb, heißt muss bisschen wärmer. Der untere muss kühler. Ja, zu warm. Also, wir müssen nur noch den oberen einmal mit Red Cell machen. Und dann haben wir's. Ja, ich glaube, wir können da noch nichts Derartiges machen. Los, Susi! Hat das nicht letztes Mal nur 2 geheilt? Diesmal waren es sogar 5. So, jetzt alle 3 weg. Wenn keine Bosse mehr sind, dann kommt, glaube ich, jetzt nur noch Werewire. Finale Runde, ja. Warte eine Sekunde, ich will sicher gehen, ja. Wir kümmern uns erst um den einen. Mein Bruder hat mir schon erzählt, dass die Dinger so eine Attacke haben, die ich aber nicht gesehen habe. Ich hätte mir Items holen sollen, nicht Affe. Ich habe einen Revive Dust. Dann machen wir mal... Zack. Zack. Ich verliere den Kampf. Ich verliere den Kampf. Ich brauche die TP für einen Heal Prayer, sobald es wieder geht.
Also, wir haben Revive Dust. Wait, das kann das ganze Team wiederbeleben. Ah, mit 25% Kacke. Aber das ist halt nicht gut. Aber ich muss. Wir können den einen wegmachen, aber ich verliere das. Scheiße. Als ob ich das verliere. Ja, das bringt mir nix. Ich hab grad verwechselt. Wo ist... Ja, okay, wahrscheinlich im Shop, genau. Ach, servus. Waren wir schon überhaupt mal bei dir? So, das dürfte unsere Chancen dezent erhöhen. Unnötig. Das hätten wir echt packen können sollen. Aber to be fair, Digga. Der Gegner ist auch, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, nie im Ansatz so sehr ausgerastet. Ich mach's diesmal ein bisschen anders hier. Mhm. Ich mach mal zack, 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 zack. Ja, okay, die Attacke ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht. Ich will ehrlich gesagt davon nichts machen, sondern einfach nur zack, zack. Jawohl, ich mach das gerade ganz gut, würde ich behaupten. Scheiße, Missklick. Ich wollte die scheiß Katze verschonen. Egal, wir wurden nicht gehittet, also passt. Also, der Idealfall ist, zack, dich eins hoch, dich eins runter. Okay, bis zu dem Punkt lief's gut, diesen Durchgang.
Ich muss mal gucken, wie viel die Cold macht. Ah, alles nur 7. Bitte mach das öfter. Genau das ist das Problem. Die Attacke ist so viel einfacher. Die will ich häufiger. So, noch eine Runde, dann kann ich den da oben wegmachen. Außer natürlich, ich werde wieder gezwungen zu... Okay, ich kann trotzdem. Das reicht, damit ich dann das und das mache. Ja, diesmal schaffen wir das locker. Ich wurde zwar jetzt getroffen, aber wenn der allein ist, ist die Attacke nicht schlimm. Ja, diesmal haben wir es ganz sicher. Ich meine, die Attacke ist immer noch nicht nett, aber sie ist definitiv kein großes Problem. Und wir können eigentlich auch jede Runde hier Heal Prayer machen. Ja, komm, einfach zur Sicherheit machen wir direkt noch einen Heal Prayer. Das ist halt echt nicht schwer. Oh mein Gott, Digga. Ja, diesen Durchgang werde ich wahrscheinlich nur das eine Item brauchen. Hätte die Attacke nicht aufgehört, wäre ich da gehittet worden. Wurde ich aber nicht. So. Zweite Runde war ja so endlos viel besser. Das war so viel besser, Alter. Danke, dass du Queen losgeworden bist. Ja, diese Form ist viel cooler, deshalb behalte ich sie. Läuft bei ihm, ich rede nur mit den Neuen. Was ein toller Platz, danke. Diese Stadt, nicht das Restaurant, das sieht seltsam aus, ich gehe da nicht rein. Alter, es ist toll, Freunde zu haben, denen Saubermachen Spaß macht. Junge Meister, danke für einen so großen Platz zum Reinigen. Die Leute hier haben auch reine Herzen. Du bist nicht neu? Ah, irgendwie bin ich gerade ein bisschen angepisst, dass ich beim ersten Versuch verkackt habe, obwohl der zweite so gut war. Ah, moin. Dieser Platz ist ein toller Deal. Alle möglichen neuen Kunden. Nur 4,99 für ein gratis Biss an den Klamotten. Ah. Lancer. Oh. It's pronounced rules. Rules card. Da sind aber auch nicht alle Tracks. Von den Finaltracks, so was fehlt, war Secret Boss.
Sowas haben wir da halt nicht. Hier geht's nicht lang. Ah, wird eine längere Folge, das weiß ich jetzt schon, aber ich will heute fertig werden damit. Also, kurz ins Café reingucken. Ah, du bist hier und die haben einen neuen Barkeeper. Boss, dieses Café ist so simpel. Warum machen wir kein Tiercafé draus? Du kannst auch eins der Tiere sein. Ah. Warum habe ich einfach nur mit Miau gerechnet? Guten Abend, Boss. Wir haben einen seltsamen Hooligan gefunden, der das Café machen wollte. Zu einer zweiten Bäckerei. Er hat sich gedreht und geweint, als Männer ihn rausgeschleppt haben. Ach, naja. Entspann dich, Boss. Check Recruits. Und das auch noch durchlesen. Ich bin mal so frei, nur die Kapitel 2 Gegner zu nehmen. Ein aggressives Antivirenprogramm. Sagt Asbo, was Let's Play heißt. Weiß es das? Die Katze liebt dich. Wurde von Queen kontrolliert, aber es ist jetzt stärker und cooler. Maus. Es will 10 aus Katze und Maus Attunes machen. Sind das 2 Attacken, die wir nie hatten jeweils? Oder gibt's einfach nur 2? Ah nein, mag nicht. Das Gerechtigkeitssystem. Ein Virus mit einer dezent kriminellen Serie. Farblich und toll. Er arbeitet immer hart. Wire. Es hat das Kabel absorbiert. Oh mein Gott. Task Manager. Oh. Mag keine Clowns. Du hast 3 große Mäuse rekrutiert und die müssen jetzt so bleiben. Jo, ich hasse Task Manager. Ich hasse diesen Witz. Nubert hatte eine tolle Zeit. Zeit, sich zurückzuziehen. Aha. Die Mülltonne! Oh boy, ich bin's Trashy! Ich werde hier viele neue Freunde finden! Ich will vor allem Queen finden. Wie wär's mit dem Kuchen wieder? Die Diskussion hatten wir schon. Gehen wir nochmal hier runter. Moin King, was sagst denn du dazu? Ihr habt mich vielleicht geschlagen, aber ihr werdet bald jemand Gefährlicheren treffen. Tyrannischer, als ihr euch je vorstellen könnt. Queen, wir haben sie schon getroffen. Was? Oh, cooles Hamsterrad. Also, du bist auch hier, um mich zu verhöhnen. Nein, ich meine das ernst, das ist cool. Die Wasserflasche hingegen. Sprich nichts Schlechtes über die royale Wasserflasche. Es ist nichts gegen dir in meiner Villa. Immer noch so materialistisch. Nein. Ich gebe mir nur selber die Behandlung, die ich verdiene. Du hast jeden Tag auf einem dreckigen Thron geschlafen. Genug. Was hast du hier, Queenie? Was willst du? Och, ich will nur der Welt eine Nachricht senden. Und du musst dich nicht um Lancer sorgen. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Außerdem bin ich ja seine Mutter. Wann wurde das entschieden? Gerade eben. Na, was immer du willst, aber wenn er heult. Dann bounce ihn auf den Boden. Gut, ich glaube, wir sollten dieses Gespräch abbrechen. Meinetwegen. Tut mir leid, mein König.
Queen? Hat jemand Neuen in der Stadt? Was? Was? Ich glaube, ich habe mein Puzzle, Bro? Wer war das? Lesser Dad von meinem Sohn. Ich kann niemanden berechnen, der unter dir steht. Verpiss dich! Tschö! Ja, mit sowas habe ich gerechnet. Ah ja, willst du was vom Store? Nüsse. Okay. Cool. Sowas ist mir sympathisch. Die Tür ist verschlossen. Ich denke mal, hier wird's nichts Neues geben. Oh. Susi, Chris, Zahnpasta-Junge, Queen zeigt mir alle tollen Dinge, darüber böse zu sein, sie ist, wie sag ich's, ein dritter Vater für mich. Mädchenvater, wenn du... Willkommen, dieses Castle ist jetzt mein Raum. Ich wollte eigentlich da oben was einrichten. Warum, ich hab schon alles, was ich will. Freunde, Fans und einen kleinen runden Jungen. Also... Geh mit deinen Freunden spielen, Peach Boy. So, ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sonst wird die Folge 1,5 Stunden lang. Wir sind fertig in der Dark World. Und können damit jetzt wieder in die Stadt draußen. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel da. Ich werde mir auch nicht alles angucken können. Einfach, ich habe nicht so viel Zeit, you know? Die Ritter aus Undertale. Jerry. Ich bin Terry. Ich bin cool. Ich muss nicht ins Bad gehen. Hier unten will ich nochmal hin. War in Kapitel 1 schon so ein sehr weirder Ort. Hier sind jetzt 2 Leute. Yo, glaubst du, dass es weiß? Glaubst du, dass da was schicken? Willst du hierher schicken? Nein, aber... Ich hab keine Angst, nur Kinder glauben an den Scheiß. Aber Chris... Du willst wie Chris ein Weenie sein? Oh. Willst du das vielleicht wiederholen? Susi, ich hab dich gar nicht gesehen. Wirklich gruselig, was da drin ist, ne? Klingt, als solltest du dir besser Sorgen machen. Darüber, was hier draußen ist. Alles okay, Chris. Was ist mit diesem Ort? Naja, muss nicht drüber reden. Das wird wahrscheinlich auch eher so ein Endgame-Ding werden, was da abgeht. Das sieht nach natürlichen Bewegungen aus. Ich überlege gerade, wo genau haben wir Susi in Kapitel 1 getroffen? Ja, stimmt, im Krankenhaus. Chris, willkommen. Willst du irgendwas von mir wissen? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Dein Bruder ist ein netter junger Mann. Vielleicht ein bisschen... sehr... auf Deutsch Priester. Was ist... Ja. Also Yoshi umbringen in Mario Bros., was natürlich genau das ist, auf das angespielt wurde, macht doch jeder. Town Hall, was geht hier ab? Ich will nur mal reingucken. Moin. Ich guck mich einfach nur mal um und guck, ob ich irgendwelche wichtigen Charaktere finde, mit denen ich noch reden will. Silver Drake, ich hab diesen Boss noch nie besiegt. Alles klar. Gib mal her, ich hab das. Nein, Dad, das ist mein Kampf. Also, sag mir auch einfach, was ich tun muss. Okay, also, versuch mal Feuerschock. Okay, aber der Magier hat die Party verlassen. Oh,
Blaze Potion. Ich spar die. Wofür dein Geburtstag? Come on, leb doch bisschen. Okay, die hier mache ich. Es reflektiert Feuerattacken. Ups. Hey, du musst heilen. Ich wünschte, ich würde in echt Heilungsmagie können. Dann könnte ich dich besser machen und es wäre nicht nur ich und Mom. Deine Mutter ist, hey. Okay, ich werd schon wieder gesund. Vielleicht komme ich morgen in die Kirche. Wirklich sicher, dass es dir gut geht? Weihnachten passiert, ob du es magst oder nicht. Auch wenn jeder Weihnachten mag. Naja, ich muss dann bald heimgehen oder Mom ruft an. Bis morgen. Tschö, Dad. Susi, warum bist du hier? Was weiß ich? Sorry, guys. Es ist ein Einspielerspiel. Dad, das ist Susi. Ah, das ist Susi. Nice, hab schon viel über dich gehört. Was? Cool, ich glaube, ich muss gehen. Susi, hä? Ja. Mach nur eine falsche Sache und ich trete dir in den Arsch. Hä? Ja, sorry. Also, ich verarsch dich nur. Also, halbwegs. Jo. Mit so einer Szene habe ich gerechnet, deswegen wollte ich hier nochmal hin. Und dann, wo es jetzt noch vor allem drum geht, so Sans an dein... Elvis, ich gehe hier nicht weiter. Ich will nicht von Outside School gebannt werden. Geht das? Dann gehe ich eben allein hier hin. Hi Chris, habt ihr euer Projekt fertig? Oh, mein Fahrrad ist, hat eventuell einen kleinen Unfall, weißt du? Da war dieser Police Officer und, kompliziert, wie geht's? Ich beschwere mich über Polizei. Es ist kein Geheimnis, dass die Polizei in dieser Stadt, ja, ne, warte, nee, so meinte ich das nicht. Ich meine, sie sind sehr symbolisch, sie machen nicht viel, weil der Bürgermeister deswegen, ich sehe keine Kriminalität. Manchmal glaube ich mich, warum sie die Polizei braucht oder wenn sie einfach nur im Weg stehen. Sorry, ich hab nur gesagt, was du schon wusstest. Ich meine, immerhin ist sie deine Nachbarin, richtig? Dieser eine Hund da. Wet Nose Bandit. Wait a fucking minute. Hat man das schon in Kapitel 1? Hoi. Hi. Weihnachtszeug. Seit wann ist Napster Luke hier? Oh nein. Ich bin aus Versehen Polizeiofficer geworden. Und ich kann nicht aufhören, weil meine Cousins auf mich vertrauen. Oh, hey. Mach nix Illegales, bitte. Hey, runter von der Straße. Oh, sorry. Mach der Gewohnheit. Kann ich dir irgendwie helfen? Dunkle Welt. Hä? Super gefährliche alternative Welt in der Bücherei. Mehr erscheinen und Leute können reinfallen. Hör mir zu, Punk. Glaubst du wirklich, ich glaub dir das? Dunkle Welt. Dein Ernst? Das ergibt Sinn. Oh, hey. Hey, wartet. Nicht schon wieder. Ich glaube, ich muss sie wieder einfangen. Hey, übrigens. Die mit den gelben... Die gelbe da, ist das deine Lehrerin? Sie hatte vorhin einen Unfall mit ihrem Bike. Wollte nur sicher gehen, dass sie sich besser fühlt, also... Gib ihr das. Aha. Get well soon to your bike. Guck mal, wir hatten nichts anderes mehr. Öffne es und ich werde dich verhaften. Ich mach sogar eine Notiz rein und jetzt stör mich nicht. Nice. Hier gibt's schon wieder zu viel zu tun. Hä, Chris, hast du was dafür? Hä, Chris, was gibst du mir da? Eine Box Schokolade? Nein, ich kann das nicht von dir akzeptieren. Was ist es von der Polizei? Du meinst, sie gibt mir das? Ich,
gute Besserungsgeschenk für mein Fahrrad und da ist eine Notiz, die sagt, öffne das und ich verhafte dich. Chris, sag er, ich find's gut. Alles klar, ab geht's. Well, that makes sense to me. Sense. Moin, dich müssen... Sah das nicht letztes Mal hier noch irgendwie ganz anders aus? Hey, was geht? Hey, was ist dein Bruder? Mein Bruder? Was redest du von? Ich hab keinen Bruder. Nee, Spaß. Natürlich hab ich einen, aber... Ich hab ihn noch nie dir gegenüber erwähnt, oder? Bisschen seltsam, dass du gefragt hast. Ich würde meinen Bruder nie mit einem Fremden abhängen lassen. Vor allem nicht alleine oder in meinem Haus. Das wäre unverantwortlich. Versuch ein bisschen zu chillen, okay? Und in der Zeit frage ich ihn, wann er Zeit hat. Irgendwann trifft man Papyrus, Digga. Bone Trousel. Klopf, klopf. Ja, interesting enough. Ich mein, Chrissy, hörst du das? Der Typ beim Pizzaplatz. Pizzapants? Der hat eine richtig tolle Freundin, habe ich gehört. Was war ihr Name? Pizzarina? Naja, was, willst du reden? Susi. Es ist cool, dass du so eine... Verstehst? So ein Freund hast, aber das ist mein verschmutzter Gang, also... Ich brauche ein Verkehrsschild. Das hier nix sein... Ich versteh's selber nicht, Hi. War hier nicht letztes Mal noch ein Weg oder... Oh nein. Ist es nicht weiter oben noch ein Pfad, oder? Ich will mich jetzt echt beeilen. Ich rede nur noch mit Leuten... ich mein... Ich bleib hier, Catty ist da drin, die hasst mich. Jockington-Fans, Digga. Sehr weird. Ignoriere sie. Ich weiß. Sie sind peinlich. Warum sind sie hier? Meine Familie ist seltsam. Ich weiß. Ich wünschte, sie wären normal oder zumindest mehr Goff. Was? Noel. Goldenes Haar, Standaugen, sie ist Licht. Lacht in der Nacht. Hab ihr beigebracht, wie man Schutzzauber macht. Hab ihr okkultes Zeug gezeigt, aber... sie ist in letzter Zeit in die Dunkelheit gefallen. Chris, du läufst unter den Dunklen, beschützt sie. Von Susi. Ich rede von Susi. Aha. Hey Buddy, du wirst es nicht glauben, ich hab eine Freundin. Ezreal, du musst ihm so Bescheid sagen, er ist so stolz, er wird stolz auf mich sein. Hä, wie sie aussieht? Wie sag ich's? Ich hab keine Ahnung, hab sie nie getroffen, aber wie sie schreibt, der Gott, sie muss krass sein. Ich will mehr wissen. Also sie ist bisher perfekt. Ich meine, sie mag Pizza und Bikinis. Und sie hat mir ein Bild gesendet von sich selber, wie sie ein Pizza-Bikini trägt. Buddy, vielleicht guck dir das an, Gottverdammt. Pixel von einer Pepperoni-Pizza. Ich meine, ihre Kamera ist nicht krass, aber das ist doch krass, der. Die Pizzasauce kocht, yeah, ich will kämpfen, ich der Krieger, ich... Nein. Was zum Fick ist in dieser Stadt los? Krasser Stau. So, wir müssen langsam mal fertig werden. Toriel müssen wir auf jeden Fall noch besuchen und Escor. So, wir nähern uns dann langsam. Hier wohnt Napster Blug eigentlich, oder? Ah, naja. Ju.
Ich? Was muss ich hier dir sagen? Nix. Ich meine übrigens, sag deinem Dad hi von mir. Warte, nee, mach das nicht. Er weiß nicht, ich... Oh, ist gerade geschlossen. Eskor ist gerade nicht da. Hier ist diesmal nicht das Oktopusviech, Seth. Na komm, bisschen Tempo. Ich will noch hier Toriel, Eskor. Weil Eskor wird irgendwo sein. Ja, okay, nee, wir sind jetzt zu Hause. Chris, gehst du heim? Jo, alles klar. Dann, tschö für heute, schätze ich. Wir sehen uns morgen, Chris. Chris, wie war das Lernen mit deinem... Chris, ist das dein Freund? Warum lässt du sie nicht reinkommen? Ich meine. Chris, ich sollte vielleicht gehen und... Ich wollte einen Kuchen backen. Willst du welchen? Ich glaube, ich kann ein bisschen rüberkommen. Nice. Fühl dich frei, reinzukommen. Sorry, ich bin Chris Mavatorial. Mavatorial, ich kann übersetzen. Ja, ich erinnere mich, Ma'am. Wirklich? Und du bist Susi, oder? Du erinnerst dich an mich? Natürlich, Elf ist eine gute Freundin von mir. Sie redet oft über dich. Ja, froh, das zu hören. Chris, was sagt Elfis über mich? Susi, warum wäschst du denn nicht erst die Hände da drüben? Dann können wir den Kuchen zusammen machen. Was? Ich weiß nicht wie. Keine Sorge, ich kann's dir beibringen. Okay. Wie sie läuft, Digga. Chris, Susi wirkt wie eine nette Person. Ich bin sehr glücklich, dass du mit ihrem Freund bist, aber... Chris, ich habe von Elfis über ihr Verhalten gehört. Wenn sie dich irgendwie beeinflusst. Lass die gerade alleine, okay? Hände sind gewaschen. Perfekt, jetzt können wir... Oh, Chris, zeig du Susi doch, wie man das backt. Chris, du weißt, wie man Kuchen backt? Warum hast du mir noch keinen gemacht, du Keck? Du kuchenlagerndes Stück. Ich meine, sorry. Susi, du kannst mich außerhalb der Schule auch Toriel nennen. Oh, cool. Hä? Chris, ach, du musst auch deine Hände waschen, dann werd ich Susi das beibringen. Wir machen uns schon mal fertig. Machen wir Watte. Nice. Sowas ist immer ganz cool. Jetzt hat man ein bisschen Interaktion zwischen den Charakteren. Hey, was sind diese komischen Former drüben? Ich meine, Handschellen für den ganzen Körper von einem kleinen Typen? Die sind für Lebkuchen, Susi. Lebkuchenmänner und Monster natürlich. Lebkuchenmonster, cool. Nice. Yay. Es macht viel Lärm. Also wieder. Dieses Mal schon beim Händewaschen. Es ist diesmal nicht so überraschend, weil ich halt damit gerechnet hab schon. Ich meine, in Kapitel 1 war es ja auch. Raus aus dem Fenster. Meine Theorie, um die nächste Fontäne zu erschaffen. Also, lass uns das Mehl holen. Also, das ist dieser Rucksack, dieser Ding. Ups. Susi, du hast Mehl auf der Nase? Ja, wollte ich. Ich dachte, du... Was? Ist das irgendein Witz, den ich nicht verstehe? Komm schon. Also, nächster Teil. Wo
So, wo ist Chris? Oh, er macht das manchmal. Er soll sich beeilen. Ich werde müde. Weißt du, wie sie eine schlafende Susi nennen? Was? Snoozy. Dann wärst du Snorriel? Was, du fandest ihn gut? War der nicht lustig? Nein! Okay, wo zur Hölle ist Chris? Der Kuchen ist fast fertig. Ach, der Zucker, wart hier, ich hab's im Auto vergessen. Alles klar. Da kommt er wieder. Okay, that's interesting. Und jetzt die Seele wiederholen, oder? Nee, einfach nur Hände waschen. Das ausmachen. Doch. Doch wieder die Seele holen. Sehr interessant. Verstärkt meine Theorie. Ich sag, er hat gerade eine neue Fontäne geschaffen. Hey CRISPR, mach nicht das mal schneller, wir sind schon fast fertig. Also was jetzt? Oh, der Kuchen. Wir haben schon viel gemacht, oder? Wie wär's, wenn wir ihn später fertig machen? Okay. Dann werde ich mal gehen, denke ich. Oh nein, nein, das musst du nicht. Susi, willst du einfach über Nacht hier bleiben? Hä? Ich mein, wenn's okay ist. Hier, guck das an. Fette Schlafcouch. Unsere Couch ist es gewöhnt, als Bett benutzt zu werden. Ist nicht perfekt, aber wir können hier jeden Schlaf nutzen. Klingt gut, ja. Perfekt, ich werde sicher gehen, dass alles richtig ist. Aber ruf deine Eltern an, okay? Klar. Also was zur Hölle? Eine Übernachtung? Hat sie schon ewig keiner mehr davon. Hey Chris. Hier muss dir keiner sagen, dass du dich setzen kannst, ne? Hier, chill einfach eine Runde. Dann ist das Kapitel mal rum. Also was jetzt? Ich hab's. Vielleicht zwischen den Kissen hier. Jawohl, ich wusste, ich würde die Fernbedienung finden. Ist immer hinten der Couch drin. Gott, ist das staubig. Wann habt ihr das zuletzt benutzt? Egal, lass uns Fernsehen. Also, was für Marathon machen wir heute Nacht? Bloodcrushers 3, Hellbusters, Invasion der Katzenstreichler, was? Vielleicht ICE? Ist eher so dein Tempo, ne, Chris? War ein cooler Tag, ne, Chris? Du Razzellenzale. Ist einfach cool abzuhängen, nicht? Deswegen, weißt du, sollen wir nicht versuchen, dass sie in unsere Welt kommen? Ich meine, denk mal drüber nach, wie viel cooler es wäre, Rats. Sie können unsere Hausaufgaben machen. Lancer könnte unter einem Bett wohnen. Wir können alle zusammen zur Schule gehen, das wäre perfekt, weißt du. Ich meine, wir wären unschlagbar, sag ich. Ja, Digga, locker. Genau so will ich das. Oh Gott, was, wenn Ratsaison so einen Lehrerliebling bekommen würde, aber... Oder, ja, eigentlich nicht, falls. Passiert sowieso. Naja, wenn er mir auch einen Apfel mitbringt. Was? Apfelshampoo? Nee, hab ich noch nie getrunken. Also, lass uns einfach weiter gucken. Sind wir dann mal fertig? Die Folge geht 50 Minuten. Also, das Festival ist bald, ne? Wenn die Stadt Karneval wird. Bescheuert, ne? Aha. Das klingt nach einem Chapter 3 Teaser. Aber sag mal, du müsstest irgendwie... Noel oder Ralsei?
Was? Ich hab nur Scherze gemacht. Guck nicht, mich nicht so an. Guck mal, lass uns einfach TV gucken. Ja. Godzilla. Ich mochte die lieber als die riesigen Monster-Filme. Nee, riesigen Menschenfilme, schau mal. Das können wir gucken. Ready Chris für 12 Stunden. Gebäudezerstörung und Autos zerquetschen. Weil wir sind hier jetzt eingesperrt, verstanden? Ich sehe dich hier nicht mehr bewegen, bevor deine Augen komplett durch sind. ich mach's mir jetzt bequem und ja. So. Susi schläft. Well, Chris auch. Officer, Officer? Aha. Ach, danke, dass ich endlich dran bin. Ich dachte, ich habe irgendjemanden draußen rumlaufen sehen und wenn ich geguckt habe, die Reifen wurden zerstochen. Könntest du bitte rüberkommen, Officer? Du wirst? Danke. Sie schlafen schon. Was geht hier ab? Sind wir endlich mal fertig? Wie lang dauert das? Es ist wieder Zeit. Okay. Oh mein fucking Gott, ich bin so schlau! Ich hab's gesagt. Er erschafft eine dunkle Welt in seinem eigenen Haus. Chris erschafft die Fontänen. Und das heißt, nächstes Mal wird wohl auch Toriel dabei sein. What the fuck war das jetzt alles? Sind wir jetzt mal fertig mit dem Kapitel? Ja. Anderes Credit-Theme. Ich will es nur mal anhören. Danach sage ich noch ein paar Wörter drüber. Oh, Remix vom ersten. Das klingt nach einem EDM-Remix vom Credit-Theme von Chapter 1. Geil. Und in Kapitel 3 geht es dann irgendwann weiter. Ja. Wir sind fertig mit Deltarune Chapter 2. Zumindest für die Main Story. Wie fand ich's?
Geil! Deltarune Chapter 2 habe ich sehr, sehr gefühlt, hat man vielleicht auch bemerkt. Es war, ich muss ehrlich sagen, Kapitel 1 fand ich okay, aber mehr nicht. Kapitel 2 war saugeil und ich freue mich auch auf den Snowgrave Run, den wir noch machen. Und bin sehr gespannt, wenn Kapitel 3, 4 und 5 irgendwann gleichzeitig erscheinen sollen. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gerne Like und ein Abo dalassen. Bis dann. Und tschö mit Ö.